Bei der Erstellung vom Programm, bei der Programmierung benutzt man verschiedene Werkzeuge. Diese Werkzeuge werden wir uns im Folgenden mal kurz anschauen. Editore. Editore sind Werkzeuge. Als Werkzeuge meint man damit bestimmte Programme, die einem zur Verfügung gestellt werden. Editore sind Werkzeuge, mit denen man den Programmcode in den Rechner eingeben kann, beziehungsweise ändern kann, später mal ändern kann. Compiler sind Werkzeuge, die ein Quellprogramm in ein Zielprogramm überführen, meistens ein maschinenausführbares Programm. Im Unterschied zu Compilern arbeiten Interpreter so, dass nicht ein komplettes Programm in einem Rutsch in ein Zielprogramm, in ein ausführbares Programm überführt wird, sondern dass einzelne Anweisungen inkrementell abgearbeitet werden. Das heißt, einzelne Anweisungen werden überführt in maschinenausführbare Anweisungen und werden dann ausgeführt. Man hat dabei beispielsweise die Möglichkeit, während der Abarbeitung noch den Quellcode eventuell zu ändern. Debugger dienen dazu, Laufzeitfehler zu erkennen. Beim Debuggen kann man Programme schrittweise ausführen, auch kompilierte Programme schrittweise ausführen, und man kann sich jederzeit anschauen, welche Variablen mit welchen Werten belegt sind. Dokumentationshilfen sind Werkzeuge, die einem bei der Erstellung der Dokumentation helfen. Und dann gibt es noch den Begriff des Laufzeitsystems. Das sind Sammlungen von Programmen, die bei der Programmausführung helfen. Sie überprüfen beispielsweise bestimmte mögliche Fehler oder sie enthalten Programme, die letztendlich ja im Hintergrund arbeiten und das Zusammenspiel mit dem Betriebssystem regeln, Speicherverwaltung und so weiter. Als Programmbibliotheken bezeichnet man Sammlungen bereits fertiggestellter Programme, die einem zur Verfügung gestellt werden und die man nutzen kann, um eigene Probleme durch die Programmierung zu lösen.